ganze Zeit, wie sich das wohl anfühlt, so ganz allein zu sein. Himmlisch. Down auf den Jakobsweg. Da habe ich so eine Gruppe aus Bad Segeberg getroffen, die haben tatsächlich kein Wort gesagt. Vielleicht wollten sie dich nicht unterbrechen. Down auf den Jakobsweg. Ich trotze Wind und Sturm und bezwinge ihn, den Jakobsweg. Down auf den Jakobsweg. Wüste und Einsamkeit mitten in Europa, da musst du durch Bitterfeld wandern. Jakobsweg. Ich bin jetzt 38 und auf der Suche nach mir selbst. Verstehe ich nicht. Hast du dich das noch nie gefragt? Du bist die Mario. Wer du bist? Ich bin der Dirk. Und ich bin der Lars. Ich such mich. Sie sucht sich. Meine Güte, früher haben die Leute auf dem Jakobsweg nach Gott gesucht. Heute suchen sie auch nach sich selbst. Vermutlich war ich irgendwann schon einmal da. Stellt euch vor, ihr wollt mit euren Kindern ins Kino gehen und den Film Schweinchen Babe gucken. Stattdessen läuft aber Kettensägen-Massaker 3. Angst, 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 Angst. Du hast Angst vor Einsamkeit und vor dir selbst. Du bist ein autophober Anoptophobiker. Angst, 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 Angst. Hast du ein Problem mit Machen? Lars! Iss doch einfach mal ein Plätzchen. Ja. Also meine Work-Life-Balance ist total im Arsch. Self-Tracking, dass ich jeden Scheiß Self-Tracking von meinem Körper weiß. Ich brauche wieder die Kontrolle über mich, über meinen Körper. Oh, Kontrolle über deinen Körper. Ein Mann mit der Leidenschaft eines langsamen Tauwetters. Vor den verwaisten Kameras sitzt Alice Weidel und kocht mit lesbisch-syrischen Geflüchteten. Was denn? Couscous mit Bockwurst? Der Krieg ist vorbei. Ja, denn Wladimir Putin ist bei einem Drag-Queen-Contest über seine High-Heels gestolpert. Soziale Abwärtsvergleiche sind das Benzin in unserem Tank. Oh. Ich habe mir zum Beispiel mal vorgestellt, einmal Versicherungsvertreter zu sein. Sie, was? Ich habe im Traum mit zwei Spaniern gefögelt. Habt ihr eine Ahnung, wie es sich anfühlt, wenn der ganze Körper voller Plastikpartikel ist? Wie bei Daniela Katzenberger. Eine Insel, so schön, ganz aus Isopropylen. Aber der Lokalteil, der schreibt eben nicht, dass syrische IS-Kämpfer mit unseren Waffen gekämpft haben. Wir haben die Peschmerga im Irak mit Waffen beliefert. Ich habe überhaupt gar keine Peschmerga mit Waffen beliefert. Aber die deutsche Regierung. Die habe ich aber nicht gewählt. Und überhaupt, wie kommen denn unsere Waffen nach Syrien, wenn wir sie an den Irak geliefert haben? Der DHL-Bote hat sie beim Nachbarn abgegeben. Wenn ich mich nicht mehr finde, hier und jetzt, dann brauche ich mich gar nicht mehr zu suchen. Lauf, lauf, den Jakobsweg! Lauf, lauf, den Jakobsweg!